Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute machen wir wieder was ganz Besonderes. Hähnchenbrustfilets in Tempura Teigmantel mit einem Dip aus Creme Fraiche, Schnittlauch, Limettenabrieb und Saft und natürlich Olivenöl. Und zuerst schneiden wir die Hähnchenbrustfilets in 1 cm dicke Scheiben und würzen das Ganze mit Salz. Und weiter bereiten wir die Creme Fraiche vor, indem wir die Creme Fraiche in eine Schüssel geben und darin die weiteren Zutaten hinzugeben, wie Olivenöl, Salz, Limettenabrieb und auch den Limettensaft. Und als weitere besondere Zutat noch frisch geschnittenen Schnittlauch. Ihr fragt euch auch bestimmt sicherlich, ob man auch eine Zitrone verwenden könnte. Ja, natürlich kann man die verwenden anstatt eine Limette. Aber dann ist das Ganze nicht ganz so intensiv im Geschmack und auch etwas saurer das Ganze. Weiter brauchen wir auch den Saft von der Limette. Den pressen wir auch gleich danach noch aus und geben ihn dann gleich zur Creme Fraiche hinzu. Und wie schon gesagt, als besondere Zutat nehmen wir noch Schnittlauch hinzu. Dann nehmen wir natürlich frischen Schnittlauch, damit der intensive Geschmack vom Schnittlauch sich darin schön entfalten kann. Anschließend rühren wir das Ganze dann gut durch und stellen es beiseite. Gerne könnt ihr auch den Schnittlauch etwas länger lassen, also nicht ganz so kurz schneiden. Natürlich muss man das Ganze auch mal abschmecken und dann eventuell noch etwas nachsalzen. Anschließend wenden wir uns dem Tempura-Teig zu, indem wir Mehl und Stärke in gleichen Anteilen in eine Schüssel geben. Dort kommen noch Salz und Backpulver hinzu und dann rühren wir mal das Ganze gut durch. Eine halbe Stunde davor haben wir schon Wasser in eine Flasche gegeben und haben daraus Eiswasser hergestellt, indem wir das ins Gefrierfach gegeben haben. Und von diesem Wasser geben wir ca. 120 ml in eine Schüssel und geben die Mehlmischung auch hinzu. Aber nicht alles auf einmal, sondern wir sieben das Mehl in die Schüssel hinein, indem wir auch parallel dazu noch das Ganze umrühren. Und dann müssen wir prüfen, ob die Konsistenz von diesem Teig schon der richtige ist. Und wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen Wasser dazugeben. Aber insgesamt sind es, wie schon gesagt, die 120 ml Eiswasser. Parallel waren wir natürlich nicht untätig, indem wir schon mal eine Pfanne auf den Herd gegeben haben und in diese Pfanne richtig viel Butterschmalz zum Schmelzen gebracht haben. Und ob die richtige Temperatur schon erreicht wurde, kann man mit dem Kochlöffel testen. Ja, dann tauchen wir die Fleischstücke in den Tempura-Teig und geben diese dann gleich danach in die Pfanne. Aber nicht zu viele auf einmal, sondern die Fleischstücke sollten schon noch eine kleine Distanz voneinander haben. Nach 2 Minuten drehen wir dann das Ganze mal um. Und nach weiteren 2 Minuten sind sie dann schon fertig. Wir holen sie dann aus der Pfanne heraus und geben sie auf Küchenpapier drauf. Und gleich danach geben wir dann die restlichen Fleischstücke in die Pfanne. In der kurzen Zeit wird der Teig so richtig knusprig. Und trotzdem sollte man dann das Ganze schnell essen. Warum? Der Teig weicht mit der Zeit auf. Und wir wollen sie ja knusprig verspeisen. Ach ja, und wer kein Butterschmalz verwenden möchte, kann natürlich Sonnenblumenöl oder Rapsöl verwenden. Natürlich kann man zum Schluss dann das Gebackene auch auf ein Küchentuch geben und somit abtropfen lassen und trotzdem können wir schon auftischen das Ganze. Da geben wir einfach ein paar von den Bratlingen einfach auf den Teller,
geben das Dip, das Creme Fraiche Dip mit hinzu und dann können wir anfangen mit Verspeisen, mit Schnabulieren. Und das lohnt sich so richtig, weil das schmeckt sowas von lecker. Ein Lob auf die japanische Küche, da wo der Teig herkommt. Die Kombination knuspriger Teigmantel und saftiges Fleisch, einfach super. Und nun, wer mich kennt, weiß, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.